Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierte Nationalratsabgeordneter Christian Huber die Petition Stopp dem Asylchaos in Treskirchen. Ja, es ist ein sehr emotionales Thema, was uns derzeit beschäftigt in der ganzen Republik, eigentlich in ganz Europa, nämlich das Asylwesen, wo sich die Freiheitliche Partei jetzt dazu entschlossen hat, stärker aktiv zu werden. Sie haben ja auch letzte Woche mitbekommen, die dringliche Anfrage der Freiheitlichen Partei von unserem Clubobmann und Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache an die Innenministerin Mikl Leitner. Und darauf aufgesetzt habe ich jetzt letztendlich auch Ende letzter Woche eine parlamentarische Petition eingebracht mit dem Titel Stopp dem Asylchaos in Treskirchen. Man kann gleich in Klammern dazu setzen, Österreich. Was beinhaltet die Petition? Was möchte die FPÖ? Es geht einmal primär darum, den demokratischen Druck hier aufzubauen, denn das, was wir in den letzten Monaten und ja fast schon Jahren feststellen müssen, ist, dass sich hier ein Asylchaos breit macht in unserer Republik und natürlich auch in Europa. Inhalt dieser Petition ist jener, dass wir hier einige Forderungen aufstellen, nämlich zum Beispiel, dass das Asylzentren, und da ist jetzt mittlerweile auch schon die Innenministerin Mikl Leitner unserer Meinung, FPÖ-Meinung, dass wir in den Krisenregionen Asyl- und Erstaufnahme-Hilfszentren aufbauen, weil wir der Meinung sind, dass kontinentale Probleme in jenen oder auf jenen Kontinenten zu lösen sind, wo diese eben vorherrschen. Der Widerstand muss sich in die Richtung regen, dass diese Kriminellen, diese Schleppermafia endlich bekämpft werden. Also die gehören abgestellt und das geht nur, wie heute schon gesagt, wenn man an den Schengen-Außengrenzen Erstaufnahmezentren errichtet, auch in Nordafrika, eine langjährige Forderung von uns, dort die Menschen unterbringt, über den Asylstatus entscheidet und die dann gerecht auf Europa verteilt oder auch in Afrika und Asien verteilt. Wir sehen auch die Unterbringung in den Gemeinden aus dem Blickwinkel, dass das überhaupt keinen Sinn für uns macht. Wir wollen die Unterbringung nur in staatlichen Bundesgebäuden, bis ein Asylstatus feststeht. Man gibt die Menschen in der Gemeinde, die sind dort 2-3 Monate dort, die Kinder gehen vielleicht schon in die Schule, man hat schon Freundschaften geschlossen, dann wird negativ beschieden und die müssen wieder weg. So schaut für uns Integration nicht aus und kann auch so nicht funktionieren. Wir haben derzeit zwischen 2.000 bis 2.500 Leute hier. Und wenn man sich das vorstellt, dass eigentlich die Innenstadt von Treskirchen, in der ca. 5.000 bis 6.000 Leute wohnen, und davon ist fast schon die Hälfte Asylwerber sind, also man übersieht kaum noch die Asylwerber. Was kann die Gemeinde tun, was kann vor allem die FPÖ tun? Wir als Oppositionspartei können nur immer wieder die Medien informieren, Druck zu erzeugen bei den Verantwortlichen, das ist die Bundesregierung in erster Linie, bei unserem Herrn Kanzler Faymann, beziehungsweise auch bei den Landeshauptleuten, dass da endlich einmal Treskirchen entlastet wird und dass endlich einmal das Lager reduziert wird auf diese zumindest 480 vereinbarte Anzahl.